Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XIV Heavensward mit dem duftenden Typ, der duftenden Mieze und einem geheimen Versteck, in dem wir den Greifen suchen. Hallo Greif! Hat jemand ein bisschen Vogelfutter dabei oder so? Um ihn anzulocken? Hehehe. Alfino, Mensch, du siehst ja aus wie ein Penner. Dufte, ich hätte dich fast nicht erkannt. Na gut. Das ist übertrieben. Doch die Verkleidung steht dir wirklich gut. Ich sehe aber auch nicht schlecht aus, was? Jedenfalls werden wir auf diesem dieser Aufmachung keinen Verdacht erregen. Stimmt, bis auf dieses fette Prunkschild, was ich auf dem Rücken trage. Das hoffe ich jedenfalls. Wir sind zwei Flüchtlinge, die sich unterhalten. Darin ist nichts Verdächtiges. Wenn nur Ida und Papalimo endlich mit dem Doppelgänger auftauchen würden. Danke fürs Geleit. Mir ist zu Ohren gekommen, dass zwei tapfere Krieger sich für unseren Befreiungskampf interessieren. Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich dabei um euch beide handelt? Das ist richtig. Wir würden gerne mehr über die Bewegung erfahren. Eure Befreiungsarmee ist sowohl zahlenmäßig als auch waffentechnisch der kaiserlichen Armee weit unterlegen. Das ist auch der Grund, weshalb ihr bisher einem größeren Zusammenstoß, bei dem ihr nur unnötige Verluste erleiden würdet, ausgewichen seid. Aber mittlerweile scheint ihr die Lage anders einzuschätzen. Ich will dich direkt fragen: Plant ihr, die Galea mit Hilfe eines Primae zu vertreiben? Habt ihr deshalb größere Mengen an Kristallen von einem Ishgarda-Schmuggler erhalten? Keine Ausflüchte. Der Schmuggler wurde von unseren Kameraden gefasst und ist geständig. Lügen ist zwecklos. Und wir wissen auch, dass du nicht der wirkliche Drahtzieher bist. Verstehe. Scharfsinnig und immer auf der Hut vor neuen Primae. Wie man es vom Bund der Morgenröte erwarten würde. Ihr seid doch vom Bund? Es ist wahr. Ich befolge nur die Befehle meines Herrn, des Greifen, und trete an seiner Stelle auf. Wir haben die Kristalle auf seine Anweisung hin erworben. Jedoch nicht in der Absicht, einen Primae zu beschwören. Wir haben mit den Amaljar einen Handel abgeschlossen. Wir geben ihnen die Kristalle, die sie für die Primae-Beschwörung benötigen, und im Gegenzug stellen sie uns Söldner zur Verstärkung unserer Befreiungsarmee zur Verfügung. Für ein bisschen Verstärkung willst du also eine Primae-Beschwörung in Kauf nehmen? Ich glaube, ich höre nicht recht. Selbst wenn es euch auf diese Weise gelingen sollte, euch von den Galear zu befreien, schafft ihr euch so doch nur neue Feinde. Ein ewiger Kreislauf von Rache und Vergeltung. Ach, große Worte, hinter denen sich ein kleines, zauderndes Herz versteckt. Ein Krieg erfordert die Bereitschaft, Opfer zu bringen. Niemand weiß das besser als der Greif. Durch schöne Worte alleine werden wir unsere Heimat niemals zurückerobern können. Woher nehmen wir die Gewissheit, dass sich die Kristalle tatsächlich nicht mehr in eurem Besitz befinden? Um endgültig Gewissheit zu erlangen, müsst ihr wohl ins Lager der Amaljar eindringen. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr ihnen die Kristalle entwenden, bevor es zu einer Beschwörung kommt. Ich kann euch aber auch zu unserem Lager führen, wenn ihr wirklich glaubt, dass wir die Kristalle horten. Durchsucht alles. Ich werde euch nicht behindern. Ida und ich kennen uns dort am besten aus. Ich schlage daher vor, dass wir zu zweit das Lager durchsuchen. Was meinst du?
Dann folgt mir bitte. Ach, bist du etwa die legendäre Heldin des Bundes der Morgenröte? Ja, natürlich. Nicht wenige Bürger aus Alamigo, die du gerettet hast, wurden durch deinen Heldenmut dazu inspiriert, der Befreiungsarmee beizutreten. Auch ich bin einer von ihnen. Wenn du mir damals in Mühlenbruch die Medizin nicht besorgt hättest, wäre ich heute nicht hier. Doch vermutlich erinnerst du dich nicht mehr daran. Ich danke dir im Namen aller Bürger von Alamigo. Du bist eine wahre Heldin, die einen Hilfesuchenden niemals von sich stößt. Mögest du eines Tages Zeugin eines freien Alamigo sein. Man kann sagen, was man will, aber immerhin hat der Mann eine Meinung und handelt auch danach. Das ist besser als zu schmollen und nichts zu tun. Wie lange soll das noch so weitergehen? Ach, Papa Limo. Eines ist jedenfalls sicher. Die Befreiungsbewegung schien lange praktisch tot zu sein. Doch die Eisenmasken haben ihr neues Leben eingehaucht. Sie haben den Stein ins Rollen gebracht und jetzt lässt er sich nicht mehr aufhalten. Wenn ich dir einen Rat als Freund geben darf, triff deine Entscheidung. Und jetzt komm, lass uns gehen. So. Mir fällt aber gerade etwas auf. Ich muss mir mal ganz kurz die Aufnahmen unterbrechen, weil ich irgendwie ziemliche FPS-Sprünge habe. Bis gleich. So, jetzt sollte das Problem gelöst sein. Wupp. Okay. Man merke sich, wenn man eine SATA 2 Festplatte hat, sollte man die nicht zum Aufnehmen nutzen. Also, Alfino. Was meint der Doppelgänger genau, als er sagte, du hättest die Medizin besorgt? Ach nein, weißt du was? Du brauchst mir das jetzt nicht erzählen, nicht jetzt jedenfalls. Ich bin sicher, du hast auf deinen Reisen noch so manches erlebt, was nur du verstehst. Was zählt ist, dass du jetzt hier an meiner Seite stehst, um mit mir gemeinsam die Gefahren anzugehen, die Eorzea bedrohen. Dafür gebührt dir meine aufrichtige Bewunderung. Lass uns gemeinsam für Eorzeas Rettung kämpfen und diese Kristalle finden. Ja, gib mir das. Geld ist immer gut. Zack, erstmal richtige Ausrüstung anlegen wieder. Moment. Super, umso besser. Lass uns in Zaharak nach dem verschwundenen Kristallen suchen. Wenn sie wirklich nicht im Besitz des Greifens sind, sollten sie eine bedenklich große Menge in den Händen der Maljar befinden. Holen wir Alizée, dann kann es losgehen. Und zieh dich lieber wieder um. In Zaharak kann es etwas mehr Schutz nicht schaden. Bis gleich. Okay. Kann ich da jetzt direkt hin oder? Nein, natürlich nicht. Wir müssen jetzt erstmal Alizée einsammeln. Wir können uns doch auch einfach dort treffen. So genauso einfach. Na gut. Alizée, schön. Oh, Tankrit ist auch da. Perfekt. Und sagt schon, wie war die Rede des Greifen? Langweilig. Ida und Papa Limo sind hier? Das ist ja nicht zu fassen. Nach so langer Zeit unversehrt wieder vereint. Aber erst die Kristalle. Dass der Greif sie auch ausgerechnet in Amajar zuschanzen musste. Ich kann mir einen gemütlichen Spaziergang vorstellen, als Zaharak zu durchkämmen. Ja, aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Brechen wir auf, gemeinsam schlagen wir uns schon durch.
Ja, muss ja. Ist ja nicht das erste Mal, nicht? Der Greif hat sich an die Anweisung gehalten. Alle Protagonisten haben die Bühne betreten. Nun kann der nächste Akt beginnen. Und es ist nur eine einzige Chance gegeben. Ich werde tun, was in meiner Macht steht, um das Geschehen zu lenken. Möget auch ihr so handeln, dass alles wieder ins Lot kommt. Okay. Ich sag euch, dieser Typ ist ein alter Bekannter von uns. Oh, keine lange Reise, das gefällt mir mal. Von außen nichts Ungewöhnliches zu erkennen. Aber wenn sie Ifrit beschwören wollen, dann wird es im Inneren seines Altars geschehen, im Grab der Lohe. Bist du bereit? Wir müssen Zaharak stürmen und das Ritual verhindern. Große Ereignisse bahnen sich an, bla bla bla, yada yada. Los geht's! Seltsam. So nah am Allerheiligsten keine einzige Wache. Mir scheint, das liegt nicht an der Sorglosigkeit der Amaljar. Hallo Trantüten. Das hat ja ziemlich lange gedauert. Wieso habt ihr das getan? Hab ich das nicht schon mal erklärt? Wir sollen die Primae abschlachten, die die wilden Stämme rufen, damit sie Sehnsucht nach einem stärkeren Gott bekommen. Aber wisst ihr was? Dieses Spielchen der Ashians dauert mir zu lange. Es geht doch viel schneller, wenn wir dich aus dem Weg räumen. Was wird das für ein Chaos, wenn die Kriegerin des Lichts vernichtet ist? Lass doch mal sehen, ob du zu etwas Nütze bist. Dein Leben für die Leben der Bewohner einer ganzen Welt. Hey! Wir haben auch noch eine Rechnung offen, wenn ich mich recht erinnere. Ha! Karfunkel, los! Verflixt, wieder nichts. Aber dreh dich mal um. Alize! Alles in Ordnung. Kümmer dich gar nicht um mich. Gut, vielleicht bewahre ich nicht immer einen kühlen Kopf wie mein Bruder. Aber das heißt nicht, dass ich wehrlos bin. Ich bin das Schwert Eoseas. Na komm doch. Na, endlich wird's hier mal gemütlich. So, wollen wir mal schauen. Was müssen wir denn jetzt hier eigentlich machen? Ich hab's vergessen. Mann, 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 Mann. Ich würde erstmal sagen, verprügeln. Wir verprügeln erstmal. So. Womit fangen wir denn an? Wo ist der Heiler? Da. Priester der Dunkelheit. Das gefällt mir.
Mit dir fange ich an. Ach Mist, wo ist denn jemand? Da ist er. Wie sehen meine Lebenspunkte aus? Sehen okay aus. Komm, 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 komm. Das Dreckstück heilt sich auch noch. So, die erste haben wir. Jetzt bist du dran. Der erste Schlag sitzt. Der zweite Schlag sitzt. So. Die Heilertuse ist weg. Das ist zumindest schon mal etwas. Und da drüben haben wir noch Jäger. Ach, echt jetzt? Mal von vorn. So. Wie auch immer. Wie sehen meine Lebenspunkte aus? Meine Lebenspunkte sehen gut aus. Auf ein neues. Boah, das gibt's nicht. Diese olle Sau kriegt es immer wieder hin, aus meinen Angriffen rauszuspazieren. So, und nochmal auf den Magus. Nieder mit den Schwarzmagiern, von denen kommt Schaden. Der Jäger ist völlig Wurst, der kriegt eh nichts gebacken. Sam. Okay. Lief doch gut. Aber es wirkt ein bisschen wie ein ewiges Spiel hier. Ihr Narren, jetzt ist Schluss. Das gefällt mir aber nicht. Zeit, die Sache zu beenden. Was? Wir sind wieder frei. Was wird das, du Knalltüte? Hast du deinen eigenen Plan vergessen? Keineswegs. Ich folge dem Plan, meinem Plan. Hieltet ihr eine Nova wirklich für die Rettung? Ist euch klar, welch ungeheuer hohen Preis ein solcher Eingriff hat? Diese Stimme. Bourianger, bist du das etwa? Verzeiht mir, dass ich für eine Weile im Zwielicht wandelte. Wie konntest du nur? Ich dachte schon, du hättest uns verraten. Erklär uns alles später. Sag mir nur eins. Bist du auf unserer Seite? Immer, Fräulein Alizé. Auf euer Zeichen. Gleich viele auf jeder Seite, aber nicht mehr lange. Alles klar! Das sieht gar nicht gut aus. Schnell, übertragt eure Kräfte auf mein Schwert! Zusammen können wir eine mächtige Klinge formen, bevor sie angreifen. Also dann. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das wirkt ein bisschen schwieriger als das, was wir vorher machen mussten. Einfach nur draufkloppen, das kann ich ja. Aber jetzt muss ich noch nachdenken oder so. Timing oder solche Sachen. Oh Mann. Okay, übertrag Kräfte auf
Spoilern. Check. Ich greife mal den an, der mich als erstes haut. Und dann ist die Sache auch schon gelaufen. Das Doofe ist nur die olle Priesterin. Die wird vermutlich anfangen zu heilen. Schlag Nummer 1 und der erste ist weg. Check. Ich will doch gerade. Ach, da ist der Ätherwirbel. Sam, Nummer 1. Der Äther reicht noch nicht. Kein Problem. Jetzt kümmere ich mich hier erstmal um die Priesterin. Zack, weg ist sie. Und da ist sie wieder. Von wem habe ich jetzt die Aggro? Von dem Paladin, alles klar. Dann wollen wir uns jetzt mal um den Paladin kümmern. Ach, ich bin sogar noch im Schild alt, ich Lappen. Kein Wunder, warum die keinen Schaden nehmen. Jetzt wollen wir hier mal richtig loslegen. Ah, fuck, raus hier. Ist nur eine AOE. Da ist auch wieder der Ätherwirbel. So. Jetzt habe ich auch den Gnadenstoß in der Hinterhand. Bam, geht doch. Ätherwirbel. Und Sam, der nächste. Die Klinge ist fast vollendet. Ab auf den Priester. Ich glaube, ich habe schon wieder Aggro von irgendjemandem. Nö, habe ich nicht. Nice. Dann kloppen wir erstmal auf die Priestertuse. Jack. Der Krieger. Das Großmaul kommt wieder angesprintet. Mach schon, Nyber. Ach komm. Da ist safe. Dann macht er eine Kreiselkringe ins Nix. Wie gefällt Ihnen das? So, auch nochmal einen kurzen Gnadenstoß reinsetzen. AOE ablegen. Geht doch. Und der Ätherwirbel. Jägerin hat mich noch im Visier. Wie schon gesagt, macht nichts. Gut. Mich besiegt ihr nicht. Oh, schon wieder der Krieger der Dunkelheit. Ist aber nicht schlimm. Diesmal sind wir im Schwerteid. Das sollte jetzt ein bisschen schneller gehen. Boah, die olle Tuse da hinten hat mich vergiftet. So eine Sau. Ah, das wird aber schon ein bisschen knapp hier gerade. 80 zu 58. Komm, lass es das letzte Mal aufladen sein. So, jetzt aber. Ab geht die Show. Aber der Priesterin hau ich trotzdem noch ein paar rein. Einfach weil die mich nervt. Geht doch. Wupp, wupp. Verflucht. Alles verloren. Alize, alles in Ordnung? Ich habe mich schon besser gefühlt, aber es geht schon.
Wir haben es geschafft. Das war's. Der Punkt geht an die Helden unserer Welt. Für ein Endergebnis ist es allerdings noch zu früh. Habt ihr mal darüber nachgedacht, wie wir überhaupt in eure Welt gekommen sind? Mit einem Kristall? So ist es. Ein Lichtkristall, um die Seele über Dimensionsgrenzen hinwegzuheben. So wie die Ashians Kristalle der Dunkelheit benutzen, um zwischen die Welten zu fliehen und die Auflösung der Seele zu verhindern. Schön erklärt, Verräter. Anders gesagt, wir sind noch lange nicht erledigt. Der Tod kümmert uns nicht. Ha. Nein, warte! Bedeutet das etwa, dass ihr euren Körper in eurer Welt zurückgelassen habt? Also, dass ihr... Ja, wir haben unser Leben für unsere Mission geopfert. Dabei waren wir anfangs einfache Abenteurer, nichts weiter. Wir wollten nur helfen. Leuten, die uns nahe standen und in Bedrängnis waren. Helden oder Krieger des Lichts wollten wir nie sein, aber Heidelin hatte uns einfach zu stark gemacht. Bald waren wir lebende Legenden. Wir kämpften und kämpften, bis es nichts mehr zu bekämpfen gab. Das Licht wurde übermächtig und jetzt droht alles darin unterzugehen. Verdammt, warum haben wir es nur so weit kommen lassen? Du wirst das ja wohl verstehen, Heldin Eorzeas. Nach allem, was wir angerichtet haben, können wir nicht aufgeben. Niemand versteht das, Arbert, wenn er es nicht selbst durchgemacht hat. Der Tod ist hart, aber aus Einfalt eine Welt zerstört zu haben... Lass uns weiterkämpfen. Für unsere Kameraden zu Hause. Es ist noch nicht zu spät. Nach so viel Leid die Opfer noch weiter vermehren? Es gibt einen anderen Weg. Benutz deinen Lichtkristall, schnell!
Wo sind wir hier? Oh, meine armen Kinder. Welch bitterer Schmerz. Welch unfassbar großes Opfer habt ihr für die Euren gebracht. Minfilia. Heidelin. Lichtkristalle aus zwei Welten sind zu dir zurückgekehrt. Nun kannst du gewiss diejenige freigeben, die anstatt deiner sprach, als dir die Kraft dazu fehlte. Minfilia. Ja, nun will ich erfüllen, was ich bisher nicht vermochte. Einer Welt Rettung zu bringen, wie ich es schon lange versprach. Denn ich habe eure Klagen wohl vernommen. Dessen seid versichert. Euer Flehen verhallte nicht ungehört. Minfilia! Kinder des Lichts, mein Name ist Minfilia. Ich verbinde den Willen dieses Gestirns mit denen, die ihm folgen. Ich bin ihre Fürsprecherin, Heidelins Botin. Ich werde in die erste Splitterwelt gehen, um das alles überflutende Licht einzudämmen. Es ist noch nicht zu spät. Ha, hör auf mit den Märchen. Oder hat Heidelin auch nur einen Finger gerührt, als wir sie angefleht haben? Vergebt mir. Genau wie Zodiac die Asiens braucht, um seinen Willen zu verwirklichen, so kann auch Heidelin ihre Kraft nicht direkt regulieren. Nun aber habt ihr Heidelin etwas von ihrer Stärke zurückgegeben, sodass sie mich von meiner Aufgabe entbinden konnte. Ich war ein Teil ihrer und habe all eure Klagen und Bitten vernommen. Alles wird sich bessern. Eure Welt ist nicht dem Untergang geweiht. Orianger, ich danke dir, dass du hier alle zusammengeführt hast. Als ich hörte, was mit dir geschehen war, schien mir deine Absicht offenkundig. Indem du in Heidelin aufgingst, erlangtest du ihre Kräfte, ihr Wissen, die Perspektive des Planeten. Ich selbst erfuhr von den Ashiens von der ersten Splitterwelt und ihren Helden, die eine so große Bürde auf ihren Schultern trugen. Für einen Moment sah ich unsere eigene Welt dasselbe Schicksal erleiden. Ich musste ihnen helfen. Dazu sah ich nur einen Weg. Heidelin müsste Minfilia in die lichtüberflutete Welt schicken, sobald sie stark genug war. Gestärkt durch Lichtkristalle, die nur bei einer Begegnung zwischen den Kriegern des Lichts und der Dunkelheit hier versammelt werden können. Ich zweifelte nicht, dass es das Beste für unsere Welten wäre. Doch unsere teure Gefährtin würde uns verlassen müssen. Vielleicht für immer. Du hast also von Anfang an in Kauf genommen, Minfilia zu verlieren? Ein Leben für das Los einer Welt. Das war der Tausch. Und du das Pfand, das ich gab, ohne es zu besitzen. All die Erfahrungen, die wir gemeinsam machten, die erhebenden und die bedrückenden. Ihr kennt mein Herz. Ihr wisst, was mir etwas bedeutet. Nun muss ich einen Pfad einschlagen, den ich nur alleine gehen kann. Wirst du das wirklich auf dich nehmen? Tancred, du hast mir immer beigestanden und dafür danke ich dir. Mein Vater wäre froh, jemanden wie dich an meiner Seite zu wissen.
was du mir gegeben hast, all die Liebe und Fürsorge, will ich nun an andere weitergeben. Auch wenn wir uns nun trennen müssen, so wird mein Herz doch immer bei dir sein. Manchmal vergesse ich, dass du nicht mehr das kleine Mädchen von damals bist. Ich weiß, du wirst es schaffen. Ich habe euch auf allen Wegen begleitet, seit meine Seele ein Teil Heidelins geworden war. Ihr habt das Licht des Bundes hochgehalten. Vielen Dank. Louise Was starb, Tupsi Marti. Nehmt ihn und bleibt auf der Hut. Wir wissen noch nicht alles. Und der Kampf von Licht und Dunkelheit ist noch lange nicht beigelegt. Unsere Lichtkristalle sind erschöpft. Was bleibt uns anderes übrig, als darauf einzugehen, was sie uns anbietet? Na gut, Heidelins Botin. Wenn wir dir vertrauen sollen, dann habe ich eine Bedingung. Nimm uns mit zurück in unsere Welt. Dort ist alles, was uns etwas bedeutet. Dort gehören wir hin. Nichts für ungut. Wir waren einmal genau wie du, naiv und idealistisch. Aber ob Licht oder Dunkel, darum geht es gar nicht. Du hast gehört, wohin unser Weg uns geführt hat. Denk nach und wähle einen besseren. Kämpf für eure Zukunft. Dass ich nun einmal diejenige bin, die zu einem Abenteuer aufbricht, ist ungewohnt. Aber ich will meine Aufgabe erfüllen und dieses Gestirn wahrhaftig vom Leid und Schmerz befreien, so wie du von jeder Mission siegreich zurückgekehrt bist. Das verspreche ich. Ich danke dir für alles, Mutter.